Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite aus. Mein Name ist Michael Stolt, ich bin Referent im IMU und kümmere mich dort vor allem um das Mitbestimmungsportal, was wir für euch aufgesetzt haben als eure Online-Plattform für die Aufsichtsratsarbeit. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich dieses Gespräch moderieren darf. Erstmal herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich möchte euch kurz vorstellen, Elke Eller. Du bist Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin bei der TUI AG. Davor hast du viele Jahre Managementerfahrung im VW-Konzern gesammelt. Du warst Mitglied in einem größeren Aufsichtsrat und bist es auch immer noch seit vielen Jahren. Und bist sehr aktiv in der Personalverbandsszene und auch gut wahrnehmbar in den sozialen Medien. Aline Hoffmann, wir kennen uns gut aus gemeinsamen Jahren beim Europäischen Gewerkschaftsinstitut. Du leitest dort den Forschungsbereich Europäisierung der industriellen Beziehungen, der Arbeitsbeziehungen und koordinierst das European Worker Participation Competence Center, was im Deutschen etwas kompakter Europäisches Kompetenzzentrum für Mitbestimmung heißt und was unser strategischer Netzwerkpartner für das Thema Mitbestimmung in Europa ist. Auch du hast langjährige Erfahrung in einem größeren Aufsichtsrat gesammelt und einen internationalen Forschungsbackground. Du hast Aufenthalte in den USA, in Großbritannien und jetzt seit auch schon einigen Jahren mittlerweile in Brüssel und dort sozusagen mit der europäischen Brille auf das schauend, auf unsere Themen schauend. Euch beide verbindet, dass ihr vor vielen Jahren in der IG Metall in verschiedenen Funktionen aktiv wart. Ihr kennt euch auch gut, sitzt aber heute wahrscheinlich in einer konkreten Entscheidungssituation, eventuell an einer anderen Seite des Tisches, was diese Begegnung natürlich auch spannend macht. Das Motto unserer diesjährigen Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte ist ja Mitbestimmung für gute Unternehmensführung in Europa. Und wir wissen aus zahlreichen Studien, dass starke Arbeitnehmerbeteiligung und nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg von Unternehmen offenbar gut zusammengehen. Und wir wissen auch, dass das bei Weitem kein Alleinstellungsmerkmal aus Deutschland ist, sondern, wie es gestern hat es uns Anke Hassel noch einmal gezeigt, im Projekt Workers' Voice, sie sprach da von funktionalen Äquivalenten aus anderen Ländern. Norbert Kluge hat es dann etwas hemdsärmelig ausgedrückt mit, die anderen haben auch was. Und das ist keineswegs schlechter als das, was wir haben. Aber das Bild ist weiterhin Vielfalt, Unterschiede, auch unterschiedliche Traditionen in den Arbeitsbeziehungen. Und für euch beide ist das Thema Europa, Denken und Handeln im europäischen Kontext Alltag, kann man sagen, sei es in einem internationalen Konzern mit vielen Mitarbeitern in zahlreichen Ländern oder in der Beratung, Qualifizierung und Forschung aus Euro-Betriebsräten, SE-Betriebsräten. Und davon wollen wir jetzt profitieren, von euren Erfahrungen mit dieser Vielfalt. Meine erste Frage würde ich gerne zunächst an dich geben, Elke. Wir wissen, Unternehmen verändern sich rasant, maßgeblich angetrieben von der Digitalisierung. Und bei euch, ihr habt da ja auch ein Programm aufgelegt. Eure Aufgabe oder eure Herausforderung ist es einerseits, den Arbeitnehmern Sicherheit, dem Personal Sicherheit zu geben, aber andererseits sie auch für Veränderungsprozesse zu gewinnen. Wie nimmst du das wahr, wenn du weil wir wollen ja jetzt die europäische Brille auch nochmal aufsetzen, wie nimmst du das wahr, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Personalbereich, aus dem Personalmanagement in anderen Ländern sprichst? Sehen die den beteiligungsorientierten Veränderungsprozess auf der Suche nach also einen kooperativen Weg, sehen die das auch als den Weg, um Veränderungsprozesse dieser Natur erfolgreich zu gestalten? Also erstmal schönen guten Morgen hier von meiner Seite und das muss ich jetzt einfach noch sagen, weil das ist mir ein Herzensanliegen. Ich freue mich total, dass ich heute hier bin, weil ich selber ja so ein Hans-Böckler-Stiftungsgewächs bin. Und was ich, egal wo ich bin, nirgendwo unterschlage, die ersten 15 Jahre in meinem Berufsleben habe ich ja bei der IG Metall verbracht. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil, das sind meine Wurzeln, da komme ich her. Und ich werde da später noch was dazu sagen, so zu dem Thema, das treibt mich auch immer, was ist eigentlich die DNA? Und ich finde immer, sehr schnell gesagt, je unsicherer die Welt wird, und der Kollege Schumann hat es gerade so schön beschrieben, desto wichtiger ist es doch zu verstehen,
wo komme ich denn eigentlich her und für was stehe ich eigentlich? Aber kann ich gerne noch drauf eingehen. Jetzt bin ich im Lauf meines Berufslebens, das Schöne ist, man sieht es uns ja nicht an, wie alt wir eigentlich sind, aber man hat ja schon so ein paar Jahre auf dem Buckel, und jetzt bin ich im Lauf meines Berufslebens genau über diese Stationen ÖTV, IG Metall, Volkswagen zu TUI gekommen. Am Anfang dachte ich, TUI, was ist denn jetzt das, TUI, nämlich so, als die mich gefragt haben. Und jetzt habe ich die Kollegen da kennengelernt und ich muss sagen, ich genieße es sehr, dazu Arbeitsdirektorin zu sein. Und stell aber die Veränderung, gerade wenn ich jetzt diese drei, das sind ja alles große Institutionen, also IG Metall, Volkswagen und jetzt TUI. TUI kommt von der Preussag, das vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Menschen bei der TUI, die so alt sind wie ich und älter, die angefangen haben in der Finanzabteilung, die haben damals bei Preussag angefangen. Und unser Headquarter, wir sitzen auch in Hannover im Preussaghaus, und genauso sieht das Haus auch aus. Das war nämlich die Konzernzentrale für ein Stahlunternehmen und nicht für ein digitales Tourismusunternehmen, was mit Blockchain arbeitet. Ja? Eine der großen Herausforderungen. Also das heißt, Menschen heute, die 55 und älter, Preussag, Containerschifffahrt, Tourismus. Salopp gesagt, sage ich dann immer zu meinen Kollegen, als wenn wir die nächste Transformation, Digitalisierung auch noch schaffen. Wobei das nicht so einfach ist, will ich auch gleich dazu sagen. So, wen treffe ich da? Dann stelle ich fest, die TUI ist eben aufgrund ihrer Entwicklung ein absolut europäisches Unternehmen. Nicht ohne Grund hatte sich der Herr Erzberger ja die TUI vorgeknöpft bei dem Erzberger-Verfahren. Warum? Nach verschiedenen Mergers hin und her, von den 65.000 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, überwiegend Mitarbeiterinnen, sind ungefähr 20.000 in England, 20.000 in Deutschland und der Rest auf die Welt, hauptsächlich Europa, verteilt. Das heißt, wenn ich heute mit anderen Arbeitsdirektorinnen zusammen bin, fällt mir immer auf, dass wir mittlerweile auch von der Kultur her sehr europäisch sind und dass andere traditionelle deutsche DAX-Unternehmen halt eben ein ausschließlich deutsches Denken haben. Also auf was treffe ich da, um euch das an einem Beispiel deutlich zu machen? Deutsche Kultur brauche ich jetzt nicht zu beschreiben. Meine Kollegen kommen eben auch aus der Preussag-Tradition. Irgendwie, das ist eine gut gelebte deutsche Unternehmensmitbestimmungskultur. Mit einem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herr Mangold, und zukünftig vermutlich einem Herr Zetscher. Also das sind ja auch zwei Menschen, die für eine deutsche Mitbestimmungskultur stehen. Dann komme ich nach England und ich habe mir gerade den Spaß gemacht, unser neues Papier New Work at TUI, das ist auf Initiative unseres Betriebsrats entstanden und wir haben praktisch Leitplanken beschrieben, wie wir mit Digitalisierung umgehen wollen. Also wie gehst du mit der ganzen Vernetzung um, wenn eigentlich der Betriebsrat in Ausschussstrukturen nach wie vor aufgestellt ist. Das habe ich dann auf meiner HR-Konferenz, auf meiner weltweiten Personalerkonferenz vorgestellt. Und die englischen Kollegen, die saßen nur da und haben mit dem Kopf geschüttelt. Und mir war das ein Vergnügen. Mir war das ein Vergnügen, die englischen Personalkollegen mit diesem deutschen Modell der gelebten Mitbestimmung zu konfrontieren, weil das dazugehört. Was ich aber nicht kann, und die Erfahrung habe ich auch schon bitter gemacht, dass ich jetzt daherkomme und sage, ich bin die deutsche Arbeitsdirektorin, ich weiß jetzt, wie es geht und das machen wir uns mit euch Engländern auch. Ich scheitere ja schon daran, dass in England die Betriebsräte gar nicht da sind. Ich scheitere ja schon daran, dass ich in den spanischen, französischen Ländern mit den Gewerkschaftern am Tisch sitze, die all ihre Berechtigung haben, aber die überhaupt nicht die Ebene der betrieblichen Mitbestimmung auf dem Schirm haben. Ich komme in die skandinavischen Länder, die eigentlich sehr ähnlich unserer deutschen Mitbestimmungskultur sind, aber irgendwie nicht so, ich weiß auch nicht, ich will es jetzt nicht agiler nennen automatisch, aber die sind von Haus aus irgendwie, ich komme mir immer vor wie bei der in der Büroabteilung bei IKEA, also ist alles ein bisschen lockerer irgendwie. Ja. Die reden schon miteinander und die wissen auch, was ein Sozialpartner ist, aber die haben nicht diese festen, institutionalisierten, geprägten Strukturen dahinter. Also das heißt, heute, wie nehme ich wahr, wir haben in Deutschland eine starke betriebliche Mitbestimmung. Zum Glück, finde ich, ich könnte eine ganze Latte jetzt noch eine Stunde lang über die Erfolge erzählen und nicht nur erzählen, sondern auch andere Menschen dafür begeistern, auch in den anderen Ländern. Aber auch ich muss wahrnehmen, da gibt es zig europäische Länder und die haben alle ihre eigenen Kulturen. Und ich muss die in meiner Rolle, in der ich heute bin als Arbeitsdirektorin, ich muss die handeln. Und natürlich habe ich einen Euro
Das heißt bei uns, TEF heißt es bei uns, also ein Eurobetriebsratsforum. Und ich gehe hin und sage, ich will ja mit euch sozialpartnerschaftlich zusammenarbeiten. Aber ich merke auch in den anderen Ländern, und der Kollege Schumann hat das vorhin auch schon gesagt, sagen wir mal, die Selbstverständlichkeit, mit der wir es gewohnt sind, in Deutschland hinzugehen und auf einer ersten Unternehmensebene, dass sich Betriebsräte hinstellen und sagen, hier, pass mal auf, Unternehmensvertreter, erstens, zweitens, drittens, und hier will ich mitreden und da habe ich ein Informationsrecht, das trifft man eben nicht überall an. Ich habe da teilweise Kollegen sitzen, die sind lieb und nett, und ich denke mir manchmal, Mensch, jetzt sag doch mal, jetzt bring doch mal, sag doch mal eure, profiliert doch mal eure Position. Die kommen aber aus einer anderen Kultur. Und ich habe, wie gesagt, ich bin jetzt 3 Jahre fast bei der TUI. Ich habe es in der Zwischenzeit, ich lerne immer mehr, diese Vielfalt, die da ist. Und das ist jetzt nicht diese beschworene Vielfalt nach dem Motto, wir müssen alle diverse sein, sondern die ist da. Und ich habe auch immer mehr Respekt davor. Also das muss ich auch sagen. Als wir beide letztes Jahr vor dem Europäischen Gerichtshof saßen, ich saß da wirklich in diesem Saal mit so einer riesen goldenen Decke, mit einem europäischen Gerichtshof vorne, wo die Herren, meistens Richter, meistens Herren, noch den Stuhl rangeschoben bekommen. Ich war tief beeindruckt über diese europäische, hochentwickelte Demokratie, Demokratien. Das war gerade die Zeit, wo der Trump so richtig hochkam. Und ich mir gedacht habe, mein Gott, was haben wir für Werte hier und was haben wir aber auch zu verlieren, wenn wir falsch damit umgehen. Ich rede mich jetzt rein. Also ich mache jetzt Stopp an der Stelle vielleicht. Also ich finde, wir haben ganz viele Werte, die es zu verteidigen gilt und die es aber auch weiterzuentwickeln gilt und dabei nicht aus dem Auge zu verlieren, dass die rechts und links, aber das meine ich jetzt nicht politisch, dass die um uns herum in einem Europa ganz eigene Kulturen haben und mit denen müssen wir auch umgehen. Und das letztlich... Ja. Und ich nehme mit, dass das ein Prozess ist, dieser Austausch, der nicht von alleine stattfindet, sondern man muss aus Automaten, man muss das Gespräch suchen. Und deinerseits sozusagen sowohl mit deinen Kollegen auf der Managementseite als auch mit den Arbeitnehmervertretern. Und ich halte mich da noch ganz doll zurück. Vielleicht ein Beispiel, ich habe jetzt sehr abstrakt erzählt. Ein Beispiel nochmal, wo ich auch klar machen kann, wie es gehen kann. Ich kam dahin in dieses Europaforum und das Übliche kennen wir alle, internationale Gremien, alle sitzen korrekt da, jeder hat sein Schild auf dem Tisch, es kommt der Vorstand einmarschiert, der Vorstand erzählt was, geht wieder raus. Also jetzt immer diese Rituale, die wir so haben. Wir haben es geändert, wir nennen das World Café, egal was man für Methoden nimmt, aber der entscheidende Punkt ist, dass wir auch auf der europäischen Ebene als Vorstand einen Tag wirklich dabei sind und wirklich im Dialog sind und wirklich miteinander diskutieren. Das war nicht für alle, ist für die Deutschen ist das, okay, die verstehen das, ist aber nicht für alle anderen europäischen Mitbestimmungsvertreter klar, dann wirklich zu so einem Fritz Jussen zu gehen und wirklich in den Dialog zu gehen. Das haben wir verändert, es kommt auch gut an und es schafft mehr gegenseitiges Verständnis. Aline, die Besonderheit beim Europäischen Gewerkschaftsinstitut ist ja, dass ihr sowohl Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter beratet, sie qualifiziert, als auch Forschung betreibt. Mit Blick auf SE-Betriebsräte, Euro-Betriebsräte, aber eben, und das ja auch neu, relativ auch nicht mehr so neu, aber auch mitbestimmte Aufsichtsräte in europäischen Aktiengesellschaften, die auch international besetzt sind. Wie ist der Stand der Dinge dort? Ist diese Frage nach der Kultur, reden wir, kooperieren wir, versuchen wir einen gemeinsamen Weg der Problemlösung zu finden oder wir hauen auf den Tisch. Wo stehen wir da? Ist das noch so unterschiedlich, wie wir das uns mal vor vielen Jahren erfahren haben? Also ich denke, es ist schon noch recht unterschiedlich, aber es ist nicht so schwarz-weiß zu sehen. Und da muss man auch die Ebenen unterscheiden. Also wir haben ja inzwischen mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der betrieblichen Interessenvertretung, europäisiert bei europäischen Betriebsräten oder SE-Betriebsräten. Und dann, da hat man den langen Weg auf sich genommen, das zu relativieren, zu verstehen, die anderen ticken anders, wollen aber auch das Gleiche. Und dieser ganze Austauschprozess, denke ich, gibt uns viele Möglichkeiten oder Gelegenheiten, auch für die Unternehmensmitbestimmung was zu lernen. Elke, du hast relativ viel über den
über die europäische Arbeit gesprochen, auch die Personalarbeit und in dem Eurobetriebsrat, was wir zurzeit erforschen in Sachen Unternehmensmitbestimmung, ist ja die Aufsichtsrätekonferenz, ist einerseits ein Vergleich, einen vernünftigen, qualifizierten Vergleich zwischen verschiedenen Formen der Arbeitnehmerinteressenvertretung in den Aufsichtsräten oder Verwaltungsräten einerseits und andererseits auch die Europäisierung derselben. Und zum Ersten stellen wir fest, dass es gibt schon andere Modelle der Unternehmensmitbestimmung in verschiedenen Ländern. Und da sind die Kulturen genau, Elke, wie du das beschreibst. Es mag Erstaunen in diesem Raum hervorrufen, aber die Skandinavier finden ihre Drittelbeteiligung absolut prima. Die können damit gut leben. Mehr wollen sie nicht. Ja? Und das funktioniert dort eben, weil die Wege kürzer sind, weil der Umgang lockerer ist, ohne dass es heißt, dass man nicht trotzdem Arbeitnehmerinteressen deutlich vertritt. Aber es läuft anders. In anderen Ländern, wie in Frankreich zum Beispiel, erleben sie gerade eine Erweiterung, auch gar eine Europäisierung der Unternehmensmitbestimmung. Die Gewerkschaften gucken noch, was sollen wir jetzt damit anfangen, weil die haben nicht eine große Tradition, die haben ein, zwei Sitze, manche tatsächlich vom EBR benannt, ist eine spannende Sache, aber wie sie tatsächlich damit umgehen, im Aufsichtsrat, mit diesen verschiedenen Kulturen, das muss sich auch erstmal noch herausbilden. Und was wir versuchen einerseits durch die vergleichende Forschung und Beratung festzustellen, ist zu verstehen, wie ticken die, was wollen die, um eben diese ähnlichen Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die wir schon bei der EBR-Arbeit schon länger kennen. Und man muss auch dazu sagen, dass die Länder, die die Unternehmensmitbestimmung nicht kennen, die schrecken auch erstmal davor zurück, dass diese geteilte Verantwortung eben auch Konsequenzen nachziehen kann. Und das sind Risiken, die sind für die meisten nicht berechenbar. Und deswegen scheuen sie dann auch zum Teil davor zurück. Wenn es nicht vernünftig eingebettet ist, die Unternehmensmitbestimmung, ihr kennt das ja alle, die Unternehmensmitbestimmung ist eingebettet in der betrieblichen Mitbestimmung. Daher kommt die Macht, daher kommt der Einfluss, daher kommen die anderen Mittel, diesen Einfluss auch anzuwenden. Ja? Dass man das versucht, sozusagen als Ganzes irgendwie aufzubauen, da die Basis in verschiedenen Ländern so unterschiedlich ist, ist halt noch ein längerer Weg. Und gerade diese Frage dieser Risiken, diese geteilte Verantwortung, das ist das, wo, wenn ich mit Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaftern aus anderen Ländern rede, da kommt es immer darauf zurück. Ja? Wie managen die das, wie machen die das? Und die empfinden es als durchaus entlastend, wenn sie feststellen, dass 50% der Sitze immer noch sozusagen, es ist 50% minus der Doppelstimme. Das gibt denen noch diesen kleinen Schritt zurück, dass sie sich noch irgendwo retten können. Ja? Weil, wie gesagt, diese ganze Frage, wie spielt sich das durch die anderen Vertretungsgremien durch? Sie müssen ja für das gerade stehen, was sie in den Aufsichtsräten da gemacht haben. Also das ist, wenn man versucht, die Systeme zu vergleichen, kommt man auf solche Fragen, die sich nicht nur in Zahlen ausdrücken, ein Sitz, zwei Sitz, ein Drittel, 50%, sondern die ganze Kultur drumherum muss eben auch mitgehen. Und wie gesagt, ich glaube, da haben wir einiges aus der Europäisierung der betrieblichen Mitbestimmung gelernt und das muss man jetzt übertragen. Es ist aber deutlich schwieriger in den paar, es sind circa 30 Aufsichtsräte, die bereits internationalisiert sind, also wo mindestens ein Arbeitnehmervertreter nicht aus dem Heimatland des Konzerns kommt. Die tun sich schwer. Das ist eine ganz spannende Frage, aber die tun sich schwer. Und da müssen sich, glaube ich, auf beiden Seiten, da kommen wir vielleicht noch mal später dazu, aufeinander zubewegen, weil der Vorteil bei der europäischen Betriebsrätearbeit ist, dass man gleichberechtigter daherkommt und gleichberechtigter da sitzt, als wenn man nur quasi die eine Minderheit, das eine ausländische Mitglied ist. Und was das alles nach sich zieht. Wir befinden uns wirklich in einem Lernprozess, was das angeht. Aber das Interesse daran, dass man durch die Unternehmensmitbestimmung, in welcher Form auch immer, wenn es ein Sitz, zwei Sitz, ein Drittel, 50%, dass man da einen Zugewinn für die Interessenvertretung insgesamt hat, weil es Transparenz schafft, weil es Verbindlichkeiten schafft, weil man Einfluss daraus gewinnt, die ist schwer messbar, aber die ist spürbar. Ja? Da können wir schon einige davon überzeugen oder das Interesse wecken, aber immer muss man sich die Frage stellen, wie lässt sich so ein System oder dieser Zugang zur Unternehmensführung tatsächlich vernünftig
und mit wenig Risiko verbinden mit der Interessenvertretungsarbeit auf anderen Ebenen? Wir sagen ja, Mitbestimmung ist ein Zukunftsthema und gerade auch für das soziale Europa. Und da haben wir gestern auch sehr leidenschaftliche und auch argumentativ starke Plädoyers für gehört. Auf der anderen Seite stehen öfters, auch mit Blick auf Digitalisierung, kritische Stimmen, die sagen, die bisherigen oder die herkömmlichen Repräsentationsstrukturen von Arbeitnehmern, von Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen sind zu langsam, träge, sie sind zu formell, zu hierarchisch und eignen sich und sind eher am Erhalt des Bestehenden interessiert, als wirklich Lust auf Veränderung auch zu machen und eine Dynamik zu entfalten. Wenn ihr beiden jetzt jenseits einer pauschalen ideologischen Kritik an der Mitbestimmung, Fundamentalkritik, an deren Berechtigung wir nicht glauben, aber sozusagen in einem freundschaftlichen Verhältnis miteinander beraten würdet und euch austauschen würdet, was würdet ihr denn wünschen an Veränderung? Denn es muss ja, dass das jetzt alles der Weisheit letzter Schluss schon ist, ist ja gar nicht die Sache. Also was würdet ihr euch von der anderen Seite wünschen, aber vielleicht auch von euch selber an Bewegungsbereitschaft? Wer möchte anfangen? Also ich würde, und das haben wir dann jetzt, als wir angesprochen wurden, beide hier für den Tag, haben wir gesagt, das müssen wir wirklich mal miteinander diskutieren. Wir haben ja ganz viel Erfahrung und da ist ja ganz viel da. Und jetzt geht es ja darum, das weiterzuentwickeln. Und ich würde wirklich gerne mit der Aline diskutieren oder auch mit euch, oder wenn ich so jetzt gucke, wie kann es denn weitergehen? Wenn ich auf die Aufsichtsräte, also wenn man so betriebliche Mitbestimmung, Aufsichtsräte und was heißt da Zukunft? Jetzt mal ohne diese ganz große Digitalisierungsnummer, die gerade digitale Transformation sonst überall diskutiert wird. Muss man doch mal gucken, die Welt um uns herum verändert sich in einer rasanten Geschwindigkeit. Du hast es gerade wunderbar beschrieben. Und die Aufsichtsräte bleiben ja auch nicht stehen. Also da ändert sich ja was auch. Wenn ich jetzt auf meine persönlichen 25 Jahre Erfahrung schaue, dann sind da zwei wesentliche Treiber dabei. Das eine ist das ganze Compliance-Thema, da will ich gleich was dazu sagen. Und das andere ist die Geschäftsmodelle an sich, die sich verändern, die betrieblichen Geschäftsmodelle. Und das hat beide Treiber, jetzt wo eine starke Veränderung nach meiner Wahrnehmung herkommt, stellt die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat eben auch vor neue Herausforderungen. Ich fange mal mit der Compliance an. Als ich damals bei der IG Metall angefangen habe, da gab es immer die Kunstausstellung unten in Niederrad im Eingangsbereich und da war so eine witzige Karikatur. Da saß irgendwie der Aufsichtsrat und da saßen ein 20-köpfiges Gremium rund um Tisch. Die meisten davon trugen Nadelstreifen. Manche waren gar nicht anwesend. Da stand dann so ein Sparschwein auf dem Tisch, einfach nur mit so einem Pfeil da rein. Und das war damals so ein bisschen das Bild von Aufsichtsräten. Heute ist durch die ganze Compliance-Thematik das für den Aufsichtsrat gar nicht mehr möglich. Ich bin jetzt gerade letztes Jahr jetzt bei K&S bewusst reingegangen, weil Kali und Salz jemand gesucht hat, jetzt nicht die Frauennummer nach dem Motto, wir brauchen noch eine Frau, die hatten schon eine, aber die kam aber von der Commerzbank, sondern das Thema war, der Aufsichtsratsvorsitzende weiß, es steht ganz viel Umstrukturierung an, er hat aber irre viel Finanzkompetenz im Aufsichtsrat, aber niemand, der was von HR versteht oder der eine Kompetenz hat, wie gehe ich eigentlich mit dem Sozialpartner um? Und er als ursprünglicher Chemievorstand von BASF, ihm ist es auch nicht in die Wiege gelegt. Und das finde ich eine spannende Herausforderung. Das heißt doch, wenn ich heute gucke, wie Aufsichtsräte sich aufstellen müssen, da gibt es auf der Arbeitgeberseite, sage ich mal, ganz klare Arbeitsaufteilung, ganz klare Arbeitszuweisungen, dass immer compliant nachgewiesen werden kann. Man sitzt nicht einfach nur da, um das Sitzungsgeld einzukassieren, um es mal so einfach zu sagen, sondern da gibt es Aufsicht und Rat wird tatsächlich gelebt. Und dann muss ich auch nachweisen, wie ich beaufsichtige und wie ich Rat gebe. Das heißt, wir haben auf der Arbeitgeberseite über die Jahre gewollt, gemusst, Compliance auf jeden Fall, kommt man in eine andere Kompetenz, auf eine andere Kompetenzebene, als es früher war. Wenn wir jetzt diskutieren, würde ich jetzt Aline fragen, wie macht ihr das jetzt gerade auf der Arbeitnehmerseite, um diesen Kompetenzhub, der auf der einen Seite stattfinden muss, wie macht ihr das auf der anderen Seite? Zweites Thema, ich beobachte, ganz viele Unternehmen arbeiten international. Da muss man kein DAX 30 sein, selbst die kleinsten arbeiten international. Wie geht man auf der Arbeitnehmerseite damit um mit der Internationalität sozusagen, dass die Kollegen, die natürlich hier in Deutschland sitzen,
aber auch die internationalen Erfahrungen verstehen und mit einbringen können. Geschwindigkeit zählt dazu, dass die Geschäftsmodelle sich halt eben sehr schnell sogar über Nacht verändern können. Und das muss ja auch in einem betrieblichen Alltag gelebt werden. Also auch da Kompetenzgeschwindigkeit. Und meine, dann noch das jüngste Beispiel, die Taxen, die gelben Taxen in Amerika, die haben jetzt Bankrott angemeldet. Sicherlich noch ein paar andere Probleme dahinter, aber das ist doch ein 1:0 für ein Uber-Modell. Also da sind ganz tradierte Geschäftsmodelle, die es in der Welt gibt, die über Nacht sich einfach ändern. Und ich glaube, das ist nochmal ein anderer Punkt. Ich glaube, auch gerade in diesen obersten Kontrollgremien, da geht es einerseits darum, dass die Mitarbeiter unten wirklich ein Vertrauen in die Arbeitnehmervertreter haben. Aber die Arbeitnehmervertreter, die da sitzen, stehen vor enormen Kompetenzerwartungen auch, finde ich. Da muss echt jetzt richtig viel Zeit, Arbeit, Know-how reingesteckt werden, um das alles noch zu überblicken und auch noch den Blick über den Tellerrand zu haben, was gerade drumherum sich verändert. Stichwort, kann über Nacht alles ganz anders sein. Und wie stellt ihr das bereit? Weil ich glaube, das ist ein ganz schönes Brett, was da gebohrt werden muss. Es ist in der Tat ein ganz schönes Brett, was gebohrt werden muss. Aber ich denke, einige Sachen an der Herausforderung sind für beide Seiten gleich. Nämlich, da kommen neue Regeln auf uns zu, neue Verfahren auf uns zu, neue Ansprüche auf uns zu. Und ganz wichtig ist, die kommen gerade zum Compliance-Thema, die kommen häufig von außen. Also bevor ich die Frage nach Qualifizierung und wie stemmen wir das beantworten, würde ich gerne zurückmelden. Wir wünschen uns, dass die Arbeitgeberseite mehr Verständnis dafür hat, dass diese ganzen Fragen Compliance und Internationalisierung sehr, sehr disruptive sind, wie das so schön heißt. Das bringt alles durcheinander. Die Kennziffern, die hinter Compliance stecken, die sind ja oft das Ergebnis örtlicher Aushandlungsprozesse und örtlicher Verfahren, das im Uraufgabengebiet der Betriebsräte vor Ort liegt. Wie die Sachen gemacht werden, wie klären wir miteinander vor Ort, welche Themen gesetzt werden und welche zu welchen Ergebnissen wir kommen. Um diese ganzen hochpolitisierten und sehr individuell, also auf den Standort runtergebrochenen Verfahren müssen dann in so ein Compliance-System gequetscht werden. Das ist problematisch, ja? Weil die Normen wurden gesetzt, ohne dass man geguckt hat, woher kommen die Inhalte. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähnlich dazu diese ganze Frage der Europäisierung. Man hat Verständnis dafür, dass die Unternehmen inzwischen zentraler und standardisierter geführt werden. Aber wenn meine Managerin im Ausland sitzt, ja, wie passt das mit meinen Rechten als Arbeitnehmerin zusammen? Ja? Wenn alles, die ganze Supervision, die ganze Beurteilung meiner Leistung, wie meine Bewerbung bewertet wird, wie ich eingestuft werde, wie ich überhaupt geführt werde im Alltag, das kommt alles aus dem Ausland, da kann mein Betriebsrat gar nichts tun. Ja? Also diese Verschiebung der Kompetenzen, wer ist mein Gegenüber, wer ist mein Chef, das stellt die örtlichen Arbeitnehmervertreter und die Aufsichtsräte vor enormen Herausforderungen, weil man irgendwie nicht unbedingt bewahren will, um es zu bewahren, sondern man will die Urfunktion der Interessenvertretung trotzdem wahrnehmen zu können, auch wenn die Gegenüber oder der Partner dazu, der Sozialpartner, das Gegenstück plötzlich über alle Grenzen weg ist. Ja? Und das sind die beiden Herausforderungen, wo wir uns wünschen würden, dass die Arbeitgeber mehr Einsicht zeigen und dass wir Wege finden, nicht nur auf Arbeitgeberseite, sondern auch insgesamt der Gesetzgeber, diese Verschiebung und dieses Verschwimmen der Grenzen entgegenzuwirken, indem man tatsächlich die Mitbestimmungsrechte über Grenzen hinweg stärker und besser miteinander vernetzt. Und dann ist, denke ich, die Frage der gegenseitigen Qualifizierung läuft dann mit in den Prozess. Weil das Problem ist, es hat keiner alle Antworten. Wir müssen die Antworten alle miteinander finden, weil wir gehen dahin, wo wir alle noch nie gewesen sind. Du siehst, wir sind wirklich in dem Dialog drin. Super, ich finde das super. Ich will nur, der Aline, genau ein Beispiel, ich finde es genau die Triggerpunkte, die du gerade genannt hast, und ein Beispiel dafür. Ich war jetzt die letzten Jahre also bei der NordLB, also Norddeutsche Landesbank. Du hattest gerade eben das gesagt, die Anforderungen kommen von außen. Ich habe das in einer, finde ich, also für mich persönlich dramatischen und auch unmöglichen Art und Weise erlebt,
Ich habe vorhin dir wieder sehr, sehr genau zugehört, was du über die europäische Regulierungsebene erzählt hast. Da sitzt ein deutscher Aufsichtsrat mit natürlich mit Verdi-Kollegen im Aufsichtsrat. Und jetzt nur, jetzt, wenn ich da drauf gucke, das trifft beide Seiten, egal ob Arbeitnehmer- oder Anteilseignerseite. Da ist der deutsche Aufsichtsrat sitzt da, da sitzt die BaFin am Tisch, um den deutschen Aufsichtsrat zu kontrollieren, und die EZB sitzt, nee, halt, stopp, ich habe einen vergessen, die Landesbehörde kontrolliert, die BaFin und die EZB. Das heißt, da sitzen drei Menschen am Tisch, deren Aufgabe es ist, diesen Aufsichtsrat zu kontrollieren. Das wäre ja auch noch handelbar, wenn die ein Kontrollmuster hätten, aber die haben für sich jedes eins. Das heißt, der Aufsichtsrat ist in der Bredouille, sich zu rechtfertigen aus Compliance-Gründen und an die drei wiederum zu liefern. Ja, mein Gott, da sitzen wir, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, in eintägigen Kompetenzerweiterungsveranstaltungen von der PwC. Die PwC stellt uns diese drei Modelle vor. Jeder normale Mensch sagt, wie soll das jetzt gehen? Und die PwC selber sagen, ja, es fällt ihnen auch schwer, das irgendwie zu vermitteln. Aber es ist halt nun mal so. Ja, mein Gott, was sollst du denn da noch machen als Aufsichtsrat? By the way, der Bank momentan das Geschäftsmodell eruiert, weil du mit Geld eigentlich kein Geld mehr verdienen kannst, bei einem Zinssatz von null, mal sehr vereinfacht gesagt. Also wir versteigen uns da manchmal in eine selbstgemachte Komplexität in Europa, was das irgendwann abtötet, wo irgendwann geht das nicht mehr. Und deswegen, glaube ich, sind das die Herausforderungen für beide Seiten. Und jetzt, wo du das jetzt gesagt hast, gedacht, wie reagieren die Arbeitgeber drauf? Ich meine, eins ist zu beobachten, da habe ich keine Zahlen drüber, aber was ich als Wurzel, als Pflänzchen beobachte, was die andere Länder schon länger hatten, ein quasi Profimodell im Aufsichtsrat. Es gibt nach meiner Beobachtung immer mehr auf Arbeitgeberseite, die relativ frühzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden und deren persönliches Geschäftsmodell es ist, in 1, 2, 3 Aufsichtsräten zu sitzen. Dann hast du aber ganz anders Zeit, um dich auf diese Aufsichtsräte vorzubereiten, als ein Betriebsrat, der im täglichen Geschäft steht und dann zu den Ausschusssitzungen und zu den Aufsichtsratssitzungen noch hinrennt. Da ist ein ich weiß nicht, wie man es auflösen kann, aber da ist ein Thema drin. Ach, eine halbe Stunde. Es ist zu kurz. Aber ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht, nämlich das Gespräch anzufangen. Und würde mich sehr freuen, wenn wir es weiter jetzt mit ihr bilateral, aber gerne auch mit uns zusammen. Und ja, bleibt mir an der Stelle tatsächlich, weil die Zeit schon so fortgeschritten sind, nochmal ganz herzlich euch beiden zu danken für das Gespräch, das sehr interessante Gespräch, was, glaube ich, gut angeknüpft hat an das, was wir hier gestern und auch heute schon gehört haben. Vielen Dank. Danke.